Heute erfahren wir etwas über Tiere. Hallo meine lieben Parfümfreunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, heute freue ich mich ganz besonders drauf, denn wir machen heute ein First Impressions Video der sehr spannenden Marke Zoologist. Ich habe bei Parfumo bei einem Wanderpaket mitgemacht, in dem unter anderem einige Proben dieser Marke enthalten waren. Ja, und die wollen wir doch jetzt mal zusammen testen. So, wir testen jetzt heute zusammen die ersten Proben von Zoologist. Und zwar ist das einmal Bed in der 2015er Version, dann eine Originalprobe von Beaver, ich hoffe, dass da noch etwas rauskommt. Dann haben wir zwei zusammengeklebte in so kleinen Röhrchen, einmal Bee, Squid gibt es das nächste Mal. Wir haben das liebe Camel. Das Chamäleon und den Dodo. Und dann habe ich keinen Platz mehr auf den Armen. Das sind die Proben, die wir dieses Mal machen. In Teil 2 gibt es dann den Elephant, den Hummingbird, Hyrax oder Hyrax, Macaque. Und den Squid, der hier noch mit dran hängt. Ja, bin ich schon mal sehr gespannt auf die Proben, weil ich wirklich sehr viel Gutes von dieser Marke gehört habe. Ich habe bisher von dieser Marke auch erst einen Duft getestet, und zwar Elephant, bei dem ich wirklich positiv überrascht war. Ja, ich verlinke euch mal oben das Video, das war ein Blindtest, aber den testen wir auch im Teil 2 nochmal zusammen. Und kurz zur Marke, Zoologist wurde 2013 in Toronto von Victor Wong gegründet. Die Düfte bilden die jeweiligen Habitats der Tiere, denen sie gewidmet sind, olfaktorisch ab. Ja, soweit so interessant. Es handelt sich bei allen um Extraits de Parfum, also um Parfumkonzentrationen. Ja, und los geht's. Ich bin schon ganz gespannt, ob mir die anderen Düfte der Marke auch so gut gefallen werden wie der Elephant. Ja, beginnen wir mit der Fledermaus, ein Tier mit eher zweifelhaftem Ruf im Moment, weil sie eben Überträger von vielen Bakterien und Viren sein kann. Und einiges über die Fledermaus gibt es aber doch noch zu erfahren. Es gibt nämlich über 1000 verschiedene Arten auf der Welt. In Europa sind ungefähr 40 beheimatet. Ja, sie ist, wie wir alle wahrscheinlich wissen, nachtaktiv, ernährt sich von Insekten. In den Tropen gibt es allerdings Fledermäuse, die sich rein vegetarisch ernähren von Blütennektar. Und ja, sie ist auf allen Kontinenten beheimatet, außer in der Antarktis. So, aber riechen wir doch jetzt mal in die Fledermaushöhle hinein. Ein bisschen Angst habe ich ja vor dem Duft, weil er als erdig animalisch beschrieben wird. Der Duft ist von 2015. Alle Düfte von Zoologist sind Extraits, also Parfums, reine Parfums. Und wir haben bei der Fledermaus jetzt folgende Duftnoten. In der Kopfnote haben wir Banane, feuchte Erde und Früchte. In der Herznote haben wir Feige, Harze, mineralische Noten, Myrrhe, tropische Früchte und Wurzeln. Und in der Basis haben wir Leder, Moschus, Sandelholz, Tonkabohne und Vetiver. Und ich habe jetzt hier so eine Probe. Ich riech's schon. Also, es riecht schon wirklich erdig. Ich bin ja mal auf die Banane gespannt. Ich finde Parfums mit Banane immer ganz toll. Aber es riecht so, wie ich eigentlich nicht riechen möchte. Also, wenn ich jetzt denke, dass ich in irgendeine matschige Höhle... Ich denke jetzt irgendwie an Thailand, weil ich vor ein paar Jahren in Thailand im Urlaub war. Da gab es einige Höhlen und sicherlich auch Fledermäuse. Aber sprühen wir doch mal. Ich sprühe es jetzt nur kurz auf den Arm, weil ich habe jeweils nicht so viel Probe da und der nächste soll ja auch noch die Möglichkeit haben, alle Düfte zu testen. Oh, ich riech's schon. Eine erdig-matschige Höhle in Thailand, in der einer eine Banane zertrampelt hat. Ja, so grüne Qualität kommt auch noch mit durch. Ich meine auch das Vetiver schon zu erahnen. Ich hatte mehr Angst vor dem Duft. Er ist jetzt nicht ganz so schlimm. Er riecht wirklich matschig. Das wäre jetzt nichts, glaube ich, wonach ich unbedingt gerne riechen möchte. Aber es ist doch ganz interessant.
Am Anfang dachte ich auch immer, die Zoologist-Düfte sind alle untragbar, weil es auch mehr so Parfumkunst ist. Aber ich glaube, dass man die doch alle tragen kann. Vielleicht nicht immer jeden zu jeder Gelegenheit. Man braucht für manche sicherlich auch die richtige Attitude. Aber es ist jetzt nicht unangenehm, dieses feuchte Erdige. Das ist ein Duft, ja, der mich eher so an Herbst erinnert. An feuchte Blätter. Vielleicht ist so die tropische Fledermaushöhle doch nicht ganz richtig. Das ist so eine Mischung. Also vielleicht eine tropische Fledermaushöhle zur Herbstzeit. Aber schauen wir doch mal, wie sich der Duft entwickelt und gehen wir zum nächsten Tier über. Als nächstes habe ich den Biber für euch und hier ist leider nicht mehr ganz so viel drin. Ich hoffe, dass hier noch ein bisschen was rauskommt. Ja, Biber, das ist ganz spannend. Das sind semi-aquatisch lebende Säugetiere. Das heißt, dass sie in stehenden und fließenden Gewässern leben und auch an den angrenzenden Ufern. Ja, Biber haben ja so die Angewohnheit, Bäume zu fällen. Also sie ernähren sich rein vegetarisch. Fällen eben Hartgehölzer mit ihren Zähnen und bauen sich dann auch aus Ästen und Stöcken in den Flüssen und Seen so eine Biberburg, teilweise auch mit Dämmen, aber das wäre jetzt ein komplettes architektonisches Gebiet. Es gibt zwei Arten von Bibern. Es gibt europäische Biber, die sind allerdings in Europa, ja, der Bestand ist sehr zurückgegangen. In den letzten Jahren gab es da aber Biberschutzprogramme, damit die Biberbestände hier eben gesichert werden. Und es gibt kanadische Biber, die eben in großen Teilen von Nordamerika verbreitet sind. Biber wurden ja relativ lange gejagt, eben aufgrund ihres dichten Fells und auch aufgrund ihres Drüsensekretes, was auch als Bibergeil oder Castorum bekannt ist, was aphrodisierend sein soll und ja auch in der Parfümindustrie verwendet wird. Hier gibt es allerdings mittlerweile synthetische Varianten, was ich aber ganz interessant fand und auch so ein bisschen erschreckend. In den USA ist Bibergeil noch als Lebensmittelzusatzstoff zugelassen, muss lediglich als natürliches Aroma deklariert werden. Also Obacht, wenn ihr in den USA seid und etwas mit Vanille, Erdbeer oder Himbeeraroma esst, was als natürliches Aroma deklariert ist, kann es durchaus sein, dass ihr Bibergeil mitgegessen habt. Naja, es wird nicht giftig sein, aber vegan ist es natürlich nicht. Und ja, riechen wir doch mal rein in die Biberburg. Vermutlich ist das jetzt die Variante von 2016. Ich glaube, später gab es auch noch mal eine Variante. Der Duft wird als holzig-grün beschrieben. Ich habe hier aber schon so leicht animalische Anklänge auch gerochen. Und wir haben jetzt hier folgende Duftnoten. In der Kopfnote haben wir grüne Noten, Lindenblüte, Holzakkord und holzige Noten. In der Herznote haben wir Moschus, Luftakkord, trockene Hölzer und aquatische Noten. Und in der Basis haben wir Amber, Bibergeil, dunkle Hölzer, Leder, Moschus und Vanille. Und ich habe gelesen, dass alle tierischen Inhaltsstoffe als synthetische verwendet werden. Also Zoologist hat auch den Grundsatz, dass es eben keine tierischen Inhaltsstoffe verwenden möchte. Bis vielleicht auf Honig. Also jedenfalls keine Inhaltsstoffe, die Tieren schaden. Ja, sagen wir es mal so. Ja, hier hatte ich den Eindruck, dass ich das Bibergeil schon rieche. Ich hoffe, dass hier noch ein bisschen was rauskommt. Wünscht mir Glück. Ja, es kommt noch was raus. Sehr gut. Obwohl, ob das unbedingt gut ist, das schauen wir mal. Oh, okay, also ich rieche das Bibergeil schon. Oh. Ja, ich glaube, das ist nicht ganz so meins. Es riecht tatsächlich ledrig, auch so ein bisschen blumig irgendwie. Vorne raus. Ja, eher so ein blumiger Moschus, der aber auch sehr hautartige Qualitäten hat. Süßlich wie ein Katzenpups oder ein Hundepups. Also hier steht zwar irgendwas von grün, aber ich glaube, der ist mir animalischer, als ich Bett so empfand. Bett, da stand ja dabei, dass sehr animalisch sein soll, aber ich finde jetzt, also der Biber hat nasses Fell. Finde ich jetzt nicht ganz so tragbar. Ist sicherlich ganz spannend, riecht auch irgendwie vielschichtig, aber es ist jetzt, ich möchte nicht nach nassem Biber riechen. Nasser Biber mit Hundepups.
So könnte man es vielleicht beschreiben. Aber gut, mal schauen, vielleicht entwickelt sich da auch noch was ganz Tolles. Okay, weiter geht's mit dem nächsten Tier. Wir haben noch ein paar. Ja, neben Camel und Squid ist Bee jetzt der Duft, auf den ich am gespanntesten bin, weil ich hier schon sehr viel drüber gehört habe. Aber erstmal Bee, Biene. Ja, wenn wir an Bienen denken, denken wir eigentlich immer nur an die westliche Honigbiene. Es gibt aber wohl noch eine ganze Menge Wildbienen, Mauerbienen, Holzbienen, Waldbienen, wie auch immer, die alle eher solitär leben, also Solitärbienen, die eher Solitärbienen sind. Also das heißt, sie leben einzeln und ja, unsere Honigbiene, an die wir denken, die bildet eben diese Insektenstaaten und sie ernährt sich von Nektar, die Pollen bringt sie ihrer Brut mit, die sind relativ eiweißreich, um diese zu ernähren. Und mit Gelée Royale werden die Bienenlarven eingelegt, die als nächste Bienenköniginnen herangezüchtet werden sollen. Ja, so könnte man es sagen. Die Biene ist ein sehr soziales Wesen. Es gibt eben die Königin, die Arbeiterin. Jeder hat da so seinen Job im organisierten Bienenstaat und ohne die Biene kein Leben. Also man unterschätzt die Macht der Biene immer so ein bisschen, weil sie tatsächlich auch dafür sorgt, dass sehr viele Obstbäume und Sträucher und Feldfrüchte einfach bestäubt werden. Und ohne Biene, ja, ich glaube, in China gibt es da nicht irgendwelche Plantagen, die von Hand bestäubt werden, weil es eben zu wenig Bienen gibt. Also alles, was Bienen rettet, ist gut. Deshalb pflanzt auf euren Balkonen Wildkräuter, Lavendel, alle Sachen, die Bienen und Hummeln gerne mögen. Damit ja, tragt ihr einfach auch ein bisschen was zum Naturschutz bei und benutzt möglichst wenig Schädlingsbekämpfungsmittel, möglichst gar keins, weil Bienen da wirklich auch sehr sensibel drauf reagieren. Das Immunsystem wird geschwächt und dann können sie ja, sich eben nicht mehr natürlich gegen diese Milben schützen, die ja oft die ganzen Bienenvölker ausrotten und so weiter. Also ein Herz für Bienen. Aber jetzt wollen wir doch mal riechen, wie die Biene von Zoologist so riecht. Der Duft ist von 2019, wird als gourmandig süß beschrieben und wir haben hier folgende Duftnoten. In der Kopfnote haben wir Orange, Ingwer-Sirup und Gelée Royale. In der Herznote haben wir Ginster, Heliotrop, Mimose und Orangenblüte. Und in der Basisnote haben wir Benzoe, Labdanum, Moschus, Sandelholz, Tonkabohne und Vanille. Oh, ich riech's schon. Das riecht aber nicht schön. Oh, das riecht nach dumpfem Sandelholz. Aber gut, vielleicht tue ich der Biene auch ein bisschen Unrecht. Jetzt riecht's nach Honig. Also, wenn ich jetzt direkt an diesem kleinen Probengefäß schnuppere, dann riecht es sehr nach Honig. Aber ich habe hier noch so eine, diese dumpfe Sandelholznote mit dabei, die ich nicht so mag. Aber testen wir erstmal. Schnell wieder zumachen, damit wir nicht zu viel verschwenden. Also es riecht sehr süß. Nicht unbedingt nach flüssigem Honig, aber irgendwie nach, ja, kennt ihr das? Manchmal ist so gefriergetrockneter Honig irgendwo drüber gestreut und so riecht das fast. Es ist zwar klebrig süß, aber Honig, ja, hat ja immer noch so ein paar, ich will nicht unbedingt sagen, animalische Aspekte mit drin. Ja, vielleicht auch so leichte Bitterkeit, die man auch von Karamell her kennt. Also es riecht nicht nur pappsüß und zuckrig, sondern hat auch noch fein abgestimmte Nuancen mit dabei. Ja, und eben auch diese leichte Animalik, so eine ganz leichte, nicht direkt muffige Note, aber sowas sehr Ursprüngliches. Bin ich mal gespannt, wie es sich so entwickelt. Ich hoffe, das Sandelholz kommt hier nicht zu stark raus. So, jetzt haben wir das Camel, das Kamel, auf was ich mich ja besonders gefreut habe, weil das irgendwie ein orientalischer Duft sein soll. Ja, bei Kamelen ist es jetzt auch so, dass wenn man an Kamele denkt, denkt man erstmal an Dromedare und Trampeltiere. Das sind die Altweltkamele. Zu den Neuweltkamelen zählen Lamas und Vicunias. Trampeltiere sind die mit den zwei Höckern. Dromedare haben einen Höcker und
Ja, man ist immer davon ausgegangen, dass die Kamele darin Wasser speichern. Das stimmt aber gar nicht. Sie speichern Fett für Dürreperioden, weil sich Kamele eben besonders gut auch mit heißem Wetter arrangieren können. Sie stammen aus Asien und aus dem arabischen Raum. Und der ursprüngliche Lebensraum ist die trockene Steppe, die Wüste und die Halbwüste. Und sie ernähren sich hauptsächlich von Gräsern. Und dort haben sie eben die Fähigkeit, mit sehr wenig Wasser auszukommen. Und wenn sie dann aber eine Wasserquelle finden, können sie in kürzester Zeit ja bis zu 200 Litern Wasser aufnehmen. Jeder andere würde da irgendwie Wasserintoxikation kriegen. Aber Kamele, ja, können das irgendwie sehr viel besser ausbalancieren, weil sie so spezielle Zellenstrukturen haben. Und ja, hier bin ich wirklich mal gespannt, wie die Wüste riecht. Der Duft ist von 2017, wird als würzig-orientalisch beschrieben und wir haben hier folgende Duftnoten. In der Kopfnote haben wir Dattelpalme, getrocknete Früchte, Rose und Weihrauch. In der Basis haben wir Amber, Jasmin, Myrrhe, Orangenblüte, Räucherwerk, Zeder und Zimt. Und in der Basis haben wir Moschus, Oud, Sandelholz, Tonka, Vanille, Vetiver und Zeder. Ja, das klingt schon mal sehr gehaltvoll, aber ich bin sehr gespannt auf den Duft. Der riecht jetzt nicht so stark wie Bee, wenn ich direkt an dem Gefäß schnuppere. Irgendwie grasig, wüstig. Ich denke jetzt irgendwie automatisch an Safari von Ralph Lauren, aber schauen wir doch mal. Ja, nicht ganz so aufdringlich wie Bee. Ich glaube, das ist ein Duft, dem wir ein bisschen Zeit geben müssen. Oh, er entwickelt so eine leichte Fruchtigkeit. Aber da weiß ich noch nicht so genau, wo der hin will, wo das Kamel hintrotten möchte. Ja, es riecht orientalisch würzig. Ich kann auch nicht so genau sagen, wo die Würze hin will. Dem müssen wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen Zeit geben. Oh, da kommt aber schon sowas Udiges durch. Also, es riecht sehr arabisch. Es könnte jetzt auch so ein arabisches Duftöl sein. Vielleicht nicht ganz so strahlend und quietschig, wie manche sind. Ein bisschen gedeckter, aber ja, es riecht schon arabisch-udig. Aber gut, gefällt mir ganz gut. So, zwei Tiere haben wir noch. Das Chamäleon, ja, das Chamäleon ist ja so ein total spannendes Tier, weil es eben seine Augen getrennt voneinander bewegen kann, weil es diese Schleuderzunge hat und weil es die Farbe wechseln kann. Fälschlicherweise wird immer angenommen, dass es das zur Tarnung macht. Ja, zu einem gewissen Prozentsatz macht es das sicherlich auch zur Tarnung. Aber in erster Linie wechselt das Chamäleon tatsächlich die Farbe, um mit seinen Artgenossen zu kommunizieren. Also, Chamäleons leben in warmen Gebieten, in sehr bewaldeten Gebieten. Sie sind Baumbewohner, ernähren sich von Insekten. Sie sind beheimatet in Afrika, auf der arabischen Halbinsel, im Mittelmeerraum, Indien und Sri Lanka. Ein paar Arten wurden auch in Florida und Hawaii eingeführt, die dort eigentlich ja, von Anfang an nicht gelebt haben, aber sie fühlen sich dort wohl auch wohl. Chamäleon ist ein blumig-süßer Duft von 2019 und wir haben hier folgende Duftnoten. In der Kopfnote Bergamotte, Zitrone, Ylang-Ylang, Mango, rosa Pfeffer, Sternfrucht und Veilchenblatt. Im Herzen haben wir Kaschmeran, Gewürznelke, Kokosnuss, Frangipani, Jasmin, Safran, salzige Haut und Meeresbrise. Und in der Basis Amber, Hölzer, Moschus, Opoponax, Patchouli, Sandelholz, Vanille und Vetiver. Das verspricht doch einen ziemlich komplexen und eher lieblichen Duft, würde ich mal sagen. Aber testen, oh ja. Der riecht am Sprühkopf vielleicht seifig, aber auf so eine fruchtige Art, also wie so ein edles, teures, fruchtiges Duschgel. Oh ja, also da riecht man direkt die ganzen tropischen Blüten raus. Aber er hat auch so eine dezente Körperpflege- bis Haarspray-Note.
Oder sowas in die Sonnencreme-Richtung. Also hier riecht man direkt Ylang Ylang. Und vielleicht ein klein bisschen Kokosnuss. Das würde ich sagen, ist bisher der gefälligste Duft der getesteten. Also es hat auf jeden Fall fruchtige Anklänge und ja, sehr tropische Blüten. Bisher kann ich nichts anderes feststellen. Es erinnert mich an irgendwas. An irgendwas erinnert mich dieser an Beige. Beige? Frangipani? Ist hier Frangipani drin? Ja, es erinnert mich gerade an Chanel Beige. Beige ist natürlich ein bisschen edler. Der Duft, würde ich jetzt sagen, hier, der ist sehr viel verspielter. Aber er könnte denjenigen gefallen, die Beige von Chanel mögen. Aber lassen wir auch mal hier dem Duft noch ein bisschen Raum und Zeit. Und kommen wir zum Dodo. Ja, der Dodo ist leider ein ausgestorbener Vogel, der ausschließlich auf der Insel Mauritius im Indischen Ozean gelebt hat. Ja, er konnte sich dort sehr gut vermehren, weil er keine natürlichen Feinde hatte, wurde dann aber ausgerottet, ja, wie immer durch den Menschen. Der hat Haustiere mitgebracht, Schweine, Ratten, Katzen, die dann eben die Gelege, die am Boden waren, dieser Vögel aufgefressen haben und somit ist der Dodo ausgestorben. Allerdings auch schon 1690 und lediglich aus irgendwelchen alten Aufzeichnungen und Reiseberichten kann man jetzt eben nachvollziehen, wie der Vogel überhaupt aussah und ja, wie so seine Lebensweise war. Er war ein flugunfähiger, relativ großer Vogel, der nachtaktiv war. So mehr konnte ich über den Dodo nicht herausfinden. Ich denke auch, oh, das riecht nicht gut. Oh, okay. Oh, warum muss denn überall dieses krasse Sandelholz drin sein? Der Duft ist grün-würzig 2019 und wir haben hier folgende Duftnoten. In der Kopfnote Farn und Limette, Litschi und Himbeere. In der Herznote haben wir Ambra, Tannenbalsam, Rosengeranie und Rose. Und in der Basis haben wir Amber, Moschus, Eichenmoos, Patchouli und Sandelholz. Boah, und es riecht nicht gerade angenehm. Also dieses sehr dumpfe Sandelholz, was so diese Javanol-Qualitäten hat, kann ich eigentlich nicht so gut ertragen. Aber ich bin mutig. Uah, ich will sofort wieder abwaschen. Okay, Dodo gefällt mir gar nicht. Es riecht sehr krautig. Fast schon minzig, also wirklich sehr viel Grün, sehr viel Kraut zusammengepackt mit einer ganzen Menge urzeitlicher Pflanzen. Ich weiß, 1700 ist jetzt nicht unbedingt urzeitlich, aber also das ist wirklich schon hart an der Grenze. Ja, der Dodo hat auf dem Boden gewohnt und auf Mauritius, aber gab es da nicht ein paar Sachen, die irgendwie besser gerochen haben? Also, boah. Ja, warten wir nochmal. Vielleicht entwickelt sich der Duft ja noch so, dass er mir gefällt. Und dann melde ich mich gleich nochmal bei euch. So, meine Lieben, ein paar Stunden sind vergangen. Jetzt kommt mein Fazit und danach muss ich schleunigst duschen und den ganzen Zoo abwaschen. Aber beginnen wir mit Bad. Ja. Ein Duft, vor dem ich am Anfang mehr Angst hatte, mir gefällt er jetzt doch eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Diese feuchte Erde hat fast so eine minzige Qualität dazu bekommen. Ich schätze mal, dass hier die Harze für verantwortlich sind. Ja, alles in allem finde ich, dass Bad ein sehr interessanter Duft ist. Vielleicht nicht unbedingt, um selbst danach zu riechen, aber um ab und zu mal, ja, daran zu riechen. Okay, also Biwa riecht sehr viel animalischer, nicht wirklich nach nassem Hund oder so, aber ja, so würde ich mir nasses Biberfell vorstellen, mit noch einer ganzen Menge hautartigen Moschus gepaart und eben auch einer ganzen Menge Bibergeil. Wenn ich hier zu lang dran rieche, könnte mir übel werden, ein Duft, nach dem ich auf gar keinen Fall riechen möchte. An dem ich jetzt auch nicht so scharf drauf bin, daran zu riechen. Dann hatten wir Bee. Ja, ein Duft, der jetzt von den Getesteten die größte Sillage hat und ja,
zwar irgendwie gourmandig und klebrig süß ist, aber noch so karamellartige Nuancen mitbringt und eben so eine leichte Animalik, die Honignoten eben auch oft mitbringen. Gourmands mag ich manchmal ganz gerne, dieser ist mir jedoch ja zu dicht, würde ich sagen. Ist aber auf jeden Fall ein Duft, den ich allen Honigliebhabern empfehlen würde. Dann Camel, der gefälligste der getesteten Düfte. Ich habe hier wirklich so eine Assoziation von einer trockenen, heißen Wüste. Man hat so ganz leicht diese Fruchtsüße mit dabei, eben von den getrockneten Früchten und Datteln. Und eine sehr dezente Oudnote, die ich hier aber ganz interessant und tragbar finde. Bei dem könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, ja, ihn selbst zu tragen. Dann hatten wir das Chamäleon. Der Duft ist jetzt immer seifiger geworden. Ich würde immer noch sagen, dass es von den, ja, also mit Camel zusammen der gefälligste Duft ist, weil er, ja, er hat jetzt eher fruchtige und helle Anklänge. Die anderen sind doch eher dichter, dicker und irgendwie dunkler. Ja. Tropische Früchte und Blumen mit einer ziemlich dicken Seifigkeit, würde ich auch eher nicht tragen. Fände ich aber okay, wenn jemand so riecht und dran riechen, finde ich, glaube ich, auch relativ interessant. So, und dann, ich traue mich gar nicht dran zu riechen, hatte ich den Dodo? Ja, okay. Also der Duft ist immer noch dumpf, dunkel, sandelholzig. Hier dreht sich tatsächlich mir der Magen um, wenn ich zu oft dran rieche. Ja, welches wäre meine Reihenfolge jetzt der getesteten? Ich würde sagen, Dodo ist auf dem letzten Platz, dicht gefolgt vom Biber. Dann teilen sich den Platz Chamäleon und Bee. Ja, vielleicht ist Bee noch ein Ticken weiter vorne. Als zweites fand ich doch Bett relativ interessant, um daran zu riechen. Und Camel ist mein Platz 1. Da würde ich tatsächlich auch, ja, den Duft selbst tragen und so riechen wollen. Und ich bin gespannt, das ist die vorläufige Reihenfolge. Ich bewerte die Düfte nochmal, wenn ich alle getestet habe. So, ihr Lieben, ich gehe mir jetzt den Zoo abwaschen. Ist wirklich jetzt zu viel für meine Nase gewesen. Man riecht doch aber, dass es eine gute Qualität der Düfte ist, dass sie wirklich alle sehr langanhaltend sind mit einer eher ausgeprägten Sillage. Und ja, es sind einfach Extras. So, ihr Lieben. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr schon Düfte dieser Marke kennt, welche euch am meisten interessieren würde. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis bald, bleibt gesund.